unsere Herzen in Deutschland sind sie schon, was das Eiskunstlaufen betrifft. Die beiden, sie aus Chemnitz, sie aus Berlin, trainieren in Lobosdorf seit vielen, 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 unendlich langen Jahren zusammen. Und Martin Skornitzki steht an der Bande und weiß, vielleicht sind wir jetzt am Ende unseres langen Weges angekommen. Es wäre Ihnen so zu wünschen. So viele gemeinsame Jahre, so viele tolle Programme haben wir von den beiden schon gesehen. Sie haben das deutsche Eiskunstlaufen hochgehalten, als es Stefan Lindemanns Leistung noch gar nicht gab. Katte Winkler, René Lohse
die Zuschauer honorieren das jetzt auch mit Standing Ovation und mit frenetischem Beifall. Die Dortmunder Westfalenhalle ist die Heimstätte des deutschen Eiskunstlaufes. So kann man das wirklich bezeichnen. Und vielleicht wird der Traum heute wahr für die beiden. Vielleicht finden sie sich am Ende des langen Weges und es hängt eine Bronzemedaille am Hals. Ich weiß es nicht, Henrik. Ich weiß es nicht. Also, wir haben Martin Skotnicki im Bild. Ja, ich weiß natürlich auch nicht, aber eins muss man sagen, ich sehe nicht auch nur einen Aspekt, wo die Ukrainer Gruschina, Goncharov besser waren. Deutlich besser waren als Winkler-Lohse. Und auch ohne Heimvorteil und auch ohne ein bisschen auf die deutsche Fahne zu setzen, könnte man den dritten Platz durchaus im Augenblick als gutheißen vor Gruschina, Goncharov. Der Henrik hat es nochmal sehr deutlich gesagt. Und sie haben auch Martin Skotnicki mit dieser tollen Kür eine riesengroße Freude gemacht. Ein paar Sequenzen schauen wir uns nochmal an. Was mir besonders aufgefallen ist, war heute vor allem das Strahlen von René Lohse. Die ganze Zeit über. Man kennt ihn ja. Wirkt so wie ein Sonnyboy, aber er hat eine wunderbare, tolle Ausstrahlung und Kathi Winkler, sie passen einfach perfekt zueinander und er ist der Guru im Hintergrund, wo er bloß all die Energien lässt, der Martin Skotnicki, das weiß ich auch nicht, aber mir persönlich hat es wahnsinnig gut gefallen und es hat auch zum Temperament der beiden wunderbar gepasst. Ein sanfter, melancholischer Beginn und dann richtig auf die Tube drücken. Das war das Motto von Kathi Winkler. René Lohse. Und jetzt, ja, jetzt liegt es nicht in unseren Händen, nicht in unseren Worten. Jetzt liegt es im Gutdünken und im fairen Einschätzen der Preisrichter, was sie tun. Die Minuten der Wahrheit, die über Glück oder Enttäuschung entscheiden. Ein vierter Platz wäre auch keine Enttäuschung. Ein dritter Platz wäre ein großes Glück. Drücken wir einfach mal die Daumen so ein bisschen. Und warten. Gut drauf sind sie ja. Ja. Wir sind vor Gruschina, Goncharov, Bronze für Kathi Winkler und René Lohse. Das steht fest. Das steht fest. Sie wissen es noch nicht. Sie wissen es noch nicht. Jetzt kommt die Einschätzung. Es ist geschafft. Es ist erreicht. Der lange Weg hat dorthin geführt, wo man die Sonne sieht. Die Plackerei der Jahre. Ha. Sie sind zu einem guten Ende gebracht. Ja. Und ich weiß, vor allem für Martin Skotnicki geht vielleicht der größte Traum in Erfüllung. Ja, das sicherlich. So lange Jahre der Arbeit, so viele Enttäuschungen und jetzt sind sie an ihrem Ziel. Das können ihnen auch die letzten